Die würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die ich nicht leiden kann. Vermeide auf jeden Fall Dior Poison Girl. Damit riechst du tatsächlich wie ein Girl. Und zwar ein 13-Jähriges, das noch die Wendy liest. Für alle, die nicht wissen, was die Wendy ist, das ist die Wendy. Tom Ford Neroli Portofino. Wenn du dafür über 100 Euro ausgibst, dann ist dir einfach nicht mehr zu helfen. Riecht nämlich wie Kölschwasser, nur in einem anderen Flakon. Ein bisschen nach Putzmittel riecht er auch. Paco Rabanne Phantom. Ich weiß, ich habe den Duft schon öfter mal gehatet, aber Leute, der riecht einfach nach einer Plastikmango, die du in einem Klassenzimmer voll mit pubertierenden Schülern gelassen hast. Wer will so riechen? La Vie Belle. Mein Mittagessen kommt mir gerade hoch. Sorry. Nein, im Ernst, Leute, was ist das? Du könntest genauso Zuckerwatte nehmen und dich damit einschmieren. Ich glaube, du hättest fast den gleichen Effekt. Okay, bei dem sagt der Flakon einfach schon alles. Nimm das Ganze nicht zu ernst. Schreib mir einfach in die Kommentare, welche Düfte du auf gar keinen Fall in deiner Umgebung haben willst.